Ist es nicht schön? Herzlich willkommen zum neuen Video. So muss ich aber voll in die Sonne schauen, das ist blöd. Spontan habe ich hier angehalten. Es ist leider nicht bei unseren Bienen irgendwie in der Nähe. Aber so in der Morgensonne, wenn man hier dichter rangeht, man sieht es ja echt cool. Es scheinen auch Sonnenblumen zu sein, die von den Bienen noch beflogen werden. Weil, das muss man ja auch sagen, viele Sonnenblumenarten werden ja von den Bienen gar nicht mehr beflogen, weil sie halt züchterisch so bearbeitet worden sind, dass sie keinen Nektar mehr geben. Also insofern ist sowas eigentlich echt cool, nicht, wenn Landwirte sowas ansehen. Klar, ich weiß, es kostet Geld und verbraucht auch Wasser. Ne? Das spielt ja in einigen Regionen in Deutschland die letzten Jahre eine zunehmende Rolle. Also wenn ich gerade hier in Ostdeutschland denke, wo man auf diesen Sandböden mit diesen mageren Bodenpunkten ja extrem auch mit dem Wasser haushalten muss, muss man sowas erstmal zum Auflaufen, zum Wachsen bekommen. Und ja, es ist ein Thema, aber ich meine, für Insekten und auch für Honigbienen natürlich eine super interessante Sache oder allgemein für die Natur. Ne? Da ist ein bisschen das Thema bei mir auch, wo ich, wenn ich sowas sehe, ne, freut mich das immer. Aber wo ich halt sowas sehe, ist eigentlich immer bei Landwirten auf Äckern. Ne? Wo ich mich halt immer ein bisschen frage, diese ganze Begrünung und Blühstreifensache. Klar, die Landwirte, die haben riesige Flächen, letztendlich diese bewirtschaften und kann man über die Subventionen da ja viel regeln oder das relativ einfach durchdrücken, um das mal einfach so zu sagen. Finde ich auch persönlich jetzt sinnvoll. Aber was mir einfach bei diesem ganzen Thema ein bisschen fehlt, sind die anderen großen Grundstücksbesitzer. Also das sind ja bei uns vor allem Kommunen und es sind ja auch Kirchen. Und wenn ich mir halt in den Gemeinden, es gibt Ausnahmen, ne? Zweifellos, es gibt Ausnahmen, aber auch da, finde ich, ist es auf einem ganz geringen Level, dass mal eine Kommune einen Blühstreifen macht oder ein Land oder ein Landkreis da was Überregionales macht. Wenn, dann sind es winzige Fleckchen, zumindest bei uns, aber so im Großen und Ganzen wird ja doch sehr viel Zeit verbracht, wenn ich das jetzt beobachte, auf kommunale Mäharbeiten. Also klar, dass man jetzt den Straßenrand, da müssen diese Katzenaugenpfosten frei sein, wegen Verkehrssicherheit und so, das kann ich alles nachvollziehen. Aber wir haben so viel Flächen, Parks und sonstige Sachen. Also bei uns gibt es zum Beispiel Grünflächen an der Gemeindehalle und so, die schön regelmäßig gemäht werden, wo man halt auch großflächig sowas machen könnte. Ja. Also da finde ich, ist es schon ein bisschen einseitig immer zu sagen, klar, die Landwirte sollen da was machen. Finde ich, können sie auch machen, ja. Aber auch die Kommunen und andere große Grundstückseigentümer. Also da fällt mir jetzt halt, wie gesagt, bei uns gerade die Kirche auf. Finde ich, könnten da auch das eine oder andere auf ihren Grünflächen machen, anstatt die kurz gehobelten englischen Rasen zu haben, der bei dem Wetter so gelb ist. Ja, ein schwieriges Thema, ne? Aber manchmal denke ich schon, auch eine Kommune könnte mal in der aktuellen Zeit angekommen sein mit Thema Klimawandel, Artensterben. Und da denke ich, da ist noch Luft nach oben. Ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben, wie das bei euch so kommunal aussieht, ob da was gemacht wird oder ob ihr findet, dass da was gemacht werden sollte. Das würde mich freuen, weil, wie gesagt, das ist natürlich, ne, man sieht hier, auf der Kamera wird man es nicht sehen, aber du siehst hier Bienen fliegen, du siehst so Wildbienen fliegen, anderes Insektengezeug und wir haben es total früh am Morgen. Ne? Also, kann nur schaden und dem Boden schadet sowas ja sowieso auch nicht. Ne? Wissen wir ja alle. Also bis aufs Wasser in manchen Regionen, das da verbraucht wird für diese Geschichte. Aber gut, lassen wir das Thema mal, wie es ist. Und ich mache euch dann wieder an, wenn es nochmal was zu sehen gibt. Wir sind ja jetzt prinzipiell sind wir ja gerade so ein bisschen bei der letzten Honigernte, der letzten Honigschleuderung.
Ja, das ist gerade momentan so das Einzigste. Jetzt gehe ich gerade, solange es noch nicht so heiß ist. Heute ist ja auch wieder einer der unsäglichen Tage, wo wir über 35 Grad bekommen sollen. Solange es nicht so heiß ist, gehe ich jetzt noch ein paar Königinnen aus den Begattungseinheiten raussuchen. Weil da muss man ja auch ganz klar sagen, in der Sonne ist es immer blöd, Königin rauszufangen, weil zum einen läuft die Königin ja immer ins Dunkle. Also sie läuft praktisch nervös auf der Wabe auf die Rückseite, wenn ihr die in der Sonne anschaut. Macht die Sache schon mal schwieriger und dann musst du ja auch die Königin, wenn du sie rausgefangen hast, ins Zusatzkäfig getan hast, die dürfen ja keinesfalls in der Sonne liegen. Ne? Du selber fängst an zu schwitzen, tropft der Schweiß noch ins Begattungskästchen rein, macht die Bienen auch noch unruhiger, macht die Sache auch nicht einfacher. Also insofern mache ich eigentlich sowas eigentlich früh morgens, weil letztendlich, gut, kommt immer darauf an, wie die Begattungskästchen stehen. Manche stehen halt auch so, dass sie mittags im Schatten sind. Manche sind halt morgens im Schatten. Im Prinzip geht viel, aber in der Sonne Königin rausfangen ist eigentlich schwierig und mittags ist es so wärmer, da tut sich auch der Imker schwer. Weil ihr wisst, ich gehe eigentlich ganz gern mit Langnosen an die Bienen, weil ich einfach die Stiche in den Füßen nicht so mag oder an den Beinen. Und das ist halt dann bei 35 Grad, hast du da auch keinen Bock. Ne? Da kannst du dann lieber ein bisschen was in der Werkstatt machen. Dann muss man ja letztendlich auch mal überlegen, man muss ja auch langsam Schleudertechnik wieder putzen, wieder reinigen. Man muss, gut, was ja ganz aktuell auch ansteht, ist, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Was auch ganz aktuell ansteht, man muss sich auch bei diesen Temperaturen, also die ja dauerhaft so hoch gerade sind, überlegen, wie behandle ich. Ja? Also wenn ich jetzt, wir persönlich oder ich persönlich oder wenn ich so mit den Imkerkollegen heiße, das soll aber jetzt nicht heißen, dass das überall so ist, haben relativ wenig Varroa-Milben gesehen. Ne? Da haben wir gesagt, okay, dann haben wir da noch ein bisschen ins Spiel. Aber es ist ja völlig problematisch, jetzt bei über 30 Grad, also dauernd über 30 Grad, mit Ameisensäure was zu machen. Also das kann man ja wirklich nicht empfehlen. Und wenn du jetzt halt dieses Behandlungskonzept nur darauf ausgelegt hast, dann kommst du echt in ein bisschen ein Thema. Wir haben ja, oder ich teile ja immer viele Völker. Das kann man natürlich auch bei der Temperatur machen. Oxalsäure bei der Temperatur kann man auch machen, ist natürlich von der Wirkung wieder schlechter, weil letztendlich, wenn du früh morgens oder später abends hingehst, es lagern ja immer noch voll viel Bienen vom Flugloch, es sind welche in den Fütterer aufgestiegen, also sie sitzen ja total weit, sind hinterm Schied. Also die Oxalsäurebehandlung kommt dann natürlich auch an die Grenze, jetzt nicht von der Wirkung her, sondern von dem Thema, dass die Bienen halt nicht eng sitzen und es total schwierig ist, da die Bienen, alle Bienen zu erreichen. Ja, das ist so das Thema. Ameisensäure ist auch der von mir favorisierte Nassneider Professional, kommt mit Temperaturen über 30 Grad ganz schwer zurecht. Kann man einen kleinen Docht nehmen oder sonst was, ist aber alles bei den Temperaturen wirklich schwierig, ne, da das hinzubekommen. Also insofern muss man da auch ein bisschen aufpassen und sich auch Gedanken machen, wie, wenn wir jetzt, wie gesagt, das ist jetzt nicht das erste Jahr mit dieser Hitze, wie wir da auch in Zukunft behandeln. Man kann in südliche Länder schauen, mit Königin sperren. Also es gibt viele Möglichkeiten. Oder es gibt andere Möglichkeiten, aber man muss sich diese als Imker auch mal erschließen. Das ist ja, ich sage es auch immer in den Imkerkursen, die Ameisensäure, die ist nicht dieses Nonplusultra-Behandlungsmittel. Es ist eines der besten in der Wirksamkeit und mit den Rückständen und so, da ist es schon schön, ne, mit Wirkung in Brut. Aber es hat halt auch Nachteile. Ja, aber egal, was man davon hält, es ist ein Grundwerkzeug. Man muss dieses kennen, um mal eine Notbehandlung zu machen oder was auch immer. Man muss einfach diese Art beherrschen. Und wenn du die beherrschst, dann kannst du dir andere Varianten erschließen, wie Brutling, Flugling, teilen und behandeln oder was es da auch alles gibt. Ne? Wobei die ja auch nicht immer ohne die Ameisensäurebehandlung auskommen.
Ja, so spontan meine Gedanken am Morgen, bevor ich jetzt aber endlich mal losgehe und nicht immer hier in die Sonne schauen muss. Aber wenn ich euch so drehe, schaut halt ihr in die Sonne und das macht das Bild auch nicht besser. Aber ja, einfach schön hier, ne? Muss man schon sagen, mit diesen Sonnenblumen, mit dieser Phacelia. Aber auch hier sieht man ja, dass das schon, bin ich jetzt nicht der perfekte Landwirt dazu, aber würde ich schon auch sagen, dass man auch sieht, dass ein bisschen Wasser fehlt im Thema. Also allgemein muss man ja sagen, bei uns ist es ja so, bei uns an der Imkerei habe ich einen Teil von der Wiese gemäht. Damals haben wir Heu gemacht, ein bisschen, ne? Oder die Kinder eher gesagt. Und das haben wir gemacht, bevor wir eine Veranstaltung hatten, Besuch hatten, eine größere. Und es war Mitte Juni. Ja, jetzt hat man es ja im Prinzip 4 Wochen später und das Gras ist nicht wirklich gewachsen. Ja. Aber oh, kein Wasser, es ist auch kein Leben. Ne? Ja, gut, dann wünsche ich euch was. Wir sehen uns demnächst wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Was gibt es sonst noch zu sagen? Abo natürlich auch gerne. Die, wo schon im Urlaub sind, dem wünsche ich einen schönen Urlaub. Unsere folgt dann auch irgendwann. Und ja, dann macht's gut, ne? Ciao.